Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Alpha 3.12 Video. Ich bin gerade mit der Starrunner unterwegs zum Lagrange-Punkt Hurston L4 und heute wollen wir uns die neuen Gas-Cloud-Tech-Wolken angucken, also die Gaswolken bei den Rest-Stops. Ist ein Grafik-Feature, aber ein ziemlich cooles Feature und ich bin schon gespannt, wie das Ganze aussieht und ihr seht es schon. Wir sind hier relativ nah an dem Stern. Ich mache ganz kurz die Star-Map auf, dass ihr es mal seht. Hurston L4 ne, ist einer der ja, mit am nächstgelegenen Punkte beim sendenden Stern. Und deswegen haben wir hier auch eine sehr ja, warm, also eher gelb-rötlich aussehende Gaswolke, die so ein bisschen jetzt vom Sonnenlicht gestört wird. Und wir haben außenrum diese gelben Linien. Ich weiß gar nicht, also bin mir gar nicht sicher, was das genau ist, diese orangenen, gelben Lämpchen da. Sieht schon fast ein bisschen weihnachtlich aus. Vermutlich sind das irgendwelche Einflugschneisen, so ja, sichere Einflugmöglichkeiten für größere Schiffe. Wahrscheinlich ist es so angedacht. Ich drehe mich mal ein bisschen, dass wir hier mal die Gaswolke richtig sehen. Und das sieht schon ziemlich, ziemlich fett aus, muss ich sagen. Das sieht, also sieht schon wirklich sehr, sehr cool aus. Haben sie schön gemacht. Sieht so ein bisschen unscharf aus. Liegt aber natürlich daran, dass wir da relativ weit weg sind. Und werden da jetzt mal so ein bisschen näher reinfliegen. An der Station hier vorbei und gucken uns gleich noch ein paar weitere an. Ja, das mit der Sonne nervt natürlich ein bisschen, das macht die Optik ein bisschen kaputt, aber wir können sie einfach umdrehen, dann sieht man sie auch. Ja, also die, die nah am Stern sind, die sind entsprechend auch ein bisschen gelber, ein bisschen heller, ein bisschen wärmer, ne? Dieses, also quasi heißeres Gas, und die, die weit weg sind, sind eher so bläulich dunkler, weil sie entsprechend auch kühler sind. Oh, der Reststop, man sieht es ja auch ganz gut, ne? Ist jetzt nicht komplett eingenebelt, sondern ist immer noch gut sichtbar. Also es ist jetzt nicht so, dass es störend ist. Einige hatten ja die Vermutung, dass diese Gaswolken eher stören. Aber ich muss sagen, das haben sie wirklich gut gemacht. Ich drehe mal so ein bisschen herum. Ja, man kann da wirklich reinfliegen. Das ist halt sehr, 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 sehr weit weg alles. Aber theoretisch könnte man hier richtig in diese Wolke reinfliegen. Und das habe ich jetzt auch mal vor. Die Frage ist, ich überlege nur gerade, wie ich es am besten mache. Nicht unsichtbar, wie weit das wirklich entfernt ist. Wir könnten natürlich so ein bisschen reinjumpen, so ein kleines bisschen. Aber wir haben ja leider keinen Punkt, der da Sinn macht. Aber wir haben wirklich keine Punkte da. Da machen wir es vielleicht einfach, dass wir nochmal normal reinfliegen. Ne? Wir fliegen einfach mal rein. Mal gucken, was passiert. Allzu weit entfernt ist es ja auch wieder nicht. Ne? So, warte mal. C. In die Tiefen des Weltalls, in die Tiefen der Wolke. Mal gucken, ob unser Schiff auch richtig in der Wolke verschwindet oder ob das einfach vom Scaling her nur so aussieht. Aber wir kommen auf jeden Fall näher. Also sie sind gar nicht so gigantisch. Die sind zwar sehr, sehr groß, aber sind nicht so groß, dass man sie nicht erreichen könnte. Man kann wirklich reinfliegen. Oh ja, gleich, Freunde, gleich sind wir drin. Bin gespannt. Ihr wisst ja, Let's Show ist für mich auch immer das erste Mal. Ich habe keine Ahnung, was jetzt passiert. Ob das sich überhaupt auswirkt, grafisch, ob wir jetzt irgendwie unsichtbar werden, sozusagen, in Anführungsstrichen unsichtbar. Ja, also man sieht auf jeden Fall, dass man schon so ein bisschen drin ist. Das Schiff selber sieht aber eigentlich noch ganz gut sichtbar aus. Wenn ich hier mal so gucke. Ja, kann man eigentlich auch alles noch normal sehen. Ein bisschen bewölkt ist es natürlich schon. Also es scheint jetzt nicht so sehr mit unserer eigenen Optik hier zu interagieren. Ich fliege mal da so ein bisschen nochmal rein, in diesen dickeren Nebelpart. Und das ist halt immer wieder das Geile bei Star Citizen, ne? Das sind keine JPEGs, die irgendwo rumkleben, sondern das sind tatsächlich physikalisch korrekte, also soweit halt möglich ist, korrekte Wolken, Gaswolken, wo man durchfliegen kann, wo man reinfliegen kann. Ihr seht, ich bin da einfach durchgeflogen. Und das ist halt ziemlich nice, ne? Dass man einfach überall hin kann. Und selbst von hier kann ich noch diese Lämpchen sehen. Also ich denke mal, dafür sind die am Ende auch da, dass man von Weitem sehen kann, aha, da ist ein Reststop, da kann ich erstmal hinfliegen. Ja, ich denke, das ist gut gemacht. Ja, ich fliege einfach mal rein. Wir haben ja Zeit, wir haben ja Zeit. Haben jetzt auch extra jetzt hier die Starrunner genommen, weil die relativ schnell ist. Aber die Wolke scheint jetzt recht weit weg zu sein. Ja, man hat das Gefühl, man fliegt gar nicht. Aber wir fliegen. Wir fliegen tatsächlich. Und hier mal von hinten. Ja, das ist schon cool gemacht. Das ist definitiv sehr, sehr cool gemacht.
schön fluffig, schön groß. So muss das sein. Ich denke, mit dieser Wolkentechnik, wenn sie die dann noch entsprechend verändert haben, können sie auch sehr gut die Gasriesen bauen, wie zum Beispiel Crusader oder auch andere Gasriesen. Wenn man genau hinguckt, sieht man, dass man sich ganz langsam der Wolke nähert. Das ist spannend. Also die ist wirklich eine Ecke weiter entfernt. Ich könnte ja auch mal cutten. Beim Let's Shore kann man ja so ein bisschen cutten. Ich gucke gerade mal noch mal so ein bisschen rum. Weil eigentlich gibt es die großen Gaswolken, die Elternwolken quasi, und dann ihre Kindswolken. Aber in dem Fall hier scheint es sich nur um eine kleinere Gaswolke zu handeln. Wir fliegen gleich nochmal woanders hin, denn wir haben die ja überall und die werden auch überall anders sein. Das sind nicht copy-pasted Gaswolken, sondern das sind wirklich ja, völlig verschiedene. Und pass auf, ich mach mal, das dauert jetzt glaube ich lang, ich mach mal einen kurzen Cut und dann sehen wir uns gleich wieder. So, mal ein kleines Update. Ich bin hier mal jetzt ein bisschen näher rangeflogen. Es wirkt immer noch so, als würde man sich nicht nähern. Wobei, wenn man ganz genau hinguckt, sieht man, dass man näher rankommt. Und schaut mal, das da hinten war der Reststop. Das da hinten war der Reststop. Also, nur, dass man mal so ein Größenverhältnis kriegt, das war ja schon ein relativ großes Teil. Und das ist dann offenbar tatsächlich die Kindswolke. Hat man erst gar nicht richtig mitbekommen. Und das ist jetzt hier sozusagen die große Elternwolke, in die ich jetzt quasi reinfliege mit verschiedenen einzelnen Nebelchen außenrum, so ein paar Fetzen. Und ich bin gespannt, wie lange das hier dauert. Ich sag's euch dann gleich. Ich lasse ihn mal ein bisschen fliegen und mach nochmal kurz einen Cut an der Stelle. Ne? Bis gleich. So, ich bin jetzt nochmal eine ganze Weile geflogen. knapp 20 Minuten, nein, nicht ganz 20 Minuten. Man sieht hinten, wenn ich jetzt nach hinten gucke, man sieht die kleine Kindswolke fast gar nicht mehr. Ich dachte gerade, ich hätte es noch gesehen, aber ich sehe sie nicht mehr. Ich bin jetzt hier quasi am Rande der Mitte sozusagen. Also das ist die Wolke, es ist unfassbar groß, gigantomatisch, ist kaum vorstellbar. Also ich fliege jetzt hier wirklich schon eine ganze Weile rein und es scheint einfach kein Ende zu nehmen. Es ist wirklich unglaublich. Und das sieht man auch so ein bisschen, dass dieses rötliche Licht von dem heißen Gas sich aufs Schiff auswirkt, optisch natürlich nur, ne? Logisch. Dass wir eben auch hier so ein bisschen orange, dunkelorange schimmern. Ja, und ich könnte jetzt hier noch Ewigkeiten weiter reinfliegen. Und würde wahrscheinlich irgendwann durchkommen. Also die haben jetzt noch keinen Effekt in dem Sinne. Also die haben jetzt noch kein Gameplay im klassischen Sinne. Ich guck mal von innen rein. Ja, da sieht es schon ganz schön düster aus, wenn man da so reinguckt. Das ist schon cool gemacht. Ja. Das ist schon ganz geil. Das hier oben sind übrigens nur Lichter von meinem Cockpit. Das ist nichts anderes. Also es würde jetzt sehr, sehr lange dauern, hier reinzufliegen. Wir können ja mal Folgendes machen. Wir machen mal einen Quantum Drive an. Oh, guck mal, da geht's nach Dänemark. Und da fliegen wir mal kurz rüber, denn auch da will ich mal sehen, wie dort Gaswolken aus dem... Ich weiß gar nicht, ob da welche sind, werden wir gleich merken. Also machen wir aber in der Außenansicht. Let's go. Also das ist wirklich schon... Man sieht es sogar im Quantum Drive. Guckt euch diese Wolke an, wie weit wir davon jetzt schon wechseln und wie groß die trotzdem noch sichtbar ist. Das ist schon ziemlich heftig. Na, ich sehe sie immer noch. Jetzt ist sie langsam weg. Das ist schon wirklich, wirklich krass. So, Dänemark wird einen kleinen Moment dauern. Ich cutte nochmal. Ich will so ein paar Cuts einfach drin haben heute, dass ihr nicht so lange warten müsst und das völlig sehen könnt. Bis gleich. So, im Anflug auf eine weitere Gaswolke, nämlich bei Crusader L5, denn bei dem Mond Dänemark war jetzt nichts. Guckt es euch an von Weitem, wie cool das auch schon wieder aussieht hier. Yeah, eine sehr, sehr... Oh ja, die sieht auch mal richtig, richtig mega stark aus. Zur Erinnerung, die ist jetzt... Wenn die Star-Map geht, warte. Diese blöde Star-Map immer. Ach, hör doch auf. Star-Map, jetzt. So, Crusader 5 ist auch recht nah am Stern dran. Ist nicht ganz so nah wie Hurston L4. Aber scheint tatsächlich nochmal ein Ticken röter und damit heißer zu sein, aus welchem Grund auch immer. Wir haben auch viel, viel mehr Asteroiden. Ne? Ist deutlich dreckigere Wolke, auch deutlich dunkler. Und wirft quasi auf sich selbst an die Schatten. Das sieht sowas von cool einfach aus. Hier unten ist nochmal ein kleinerer Part. Dort müsste... Ich weiß gar nicht, wo der Reststop ist. Warte mal. Ich muss mal kurz schauen. Crusader. Ach, hier. Da ist der Reststop. Beautiful Glen Station. Da fliegen wir mal rein. Das lädt doch zur Exploration ein. Ja, auch wenn... Oh. Ja, mega. Mega cool. Jetzt habe ich mich natürlich hier direkt verdreht. Warte mal.
So, wo ist es jetzt hin? Da. Man sieht es halt kaum. Das ist mal richtig cool hier. Richtig im dichten, fetten Nebel drin. Sogar der Stern wird von der Wolke so schön verdeckt. Schimmert so ein bisschen durch in weiß, das Licht, und dann wird es rot und immer röter und röter. Ah ja, mittendrin. Mittendrin. Hier hinten wird es richtig dicht. Oh, ich will gleich mal da unten hinfliegen. Aber erstmal gehen wir hier mal so ein bisschen lang. Einmal um die Station rum. Ja. Also das gibt dem Spiel auf jeden Fall mehr Tiefe. Da kann man sagen, was man will. Das wirkt einfach richtig cool. Auch diese Muster, die sich da bilden, das haben sie richtig gut hinbekommen. Großen Respekt, CRG. Ich wusste, dass es gut aussehen würde, aber es sieht halt noch besser aus, als ich dachte. Einen ganzen Ticken besser. Richtig schön viel Gas und Wolken überall. So muss das sein. So, warte mal, wo war denn jetzt dieser dunkle Part? Der war da hinten, ne? Ganz dicht. Fliegen wir mal ein bisschen in so ein Ding rein. Wie gesagt, gameplay-technisch wird sich damit viel machen lassen. Aktuell ist es noch da eher mau, muss man ganz klar sagen. Ja, es ist eher aktuell ein Grafik-Feature, aber ein ziemlich gutes Grafik-Feature, finde ich. Aber klar, wenn du irgendwann solche Nebel hast zum Verstecken oder für irgendwelche Geheimmissionen oder anderen Kram. Ich meine, guck mal, du siehst halt nichts, ne? Wenn ich jetzt hier reinfliege, da kann sonst was sein. Weiß kein Mensch. Das ist ein dicker Space-Wal oder so. Das wird sich alles mit der Zeit irgendwann mal ergeben. Aber das Einzige, was halt noch fehlt, ist, dass das Schiff auch von der Third-Person-Ansicht so richtig da drin verschwindet, in diesen Gaswolken. Das tut's noch nicht, aber das ist auch gar nicht so schlimm, weil das rennt ja nicht weg. Guck mal, wie dunkel es hier einfach ist, ne? Das Licht wird einfach komplett verschluckt. Ich habe keine Ahnung, was hier ist. Also das haben sie richtig, richtig stark gemacht. Hier diese Wolke. Und das ist ja auch wieder nur eine Elternwolke von was Größerem. Müssen wir jetzt wieder schauen, wo das Größere davon ist. Wahrscheinlich ist es das Teil. Ja, wo ich jetzt hinfliegen könnte, mache ich jetzt nicht. Ich will gleich nochmal zu einem dritten fliegen, dass wir nochmal eine ganz kalte Wolke sehen können. Weil das ist schon ziemlich, ziemlich stark. Mega stark. Oh Gott, wir müssen mal ein bisschen drehen. Können wir uns irgendwie... Nee, ich kriege mich gar nicht richtig belichtet. Ich habe nur dieses Rot, diese rote Reflexion von der Wolke. Okay. Na komm, ich will mal hier richtig ins Schwarze reinfliegen. Das geht ja. Ich hoffe, ich knall nicht irgendwo gegen Asteroiden. Man sieht sie so halbwegs. Das ist die dunkle Materie. Ja, ja. Und ich finde, es ist ihnen wirklich gelungen, dass es auch tatsächlich realistisch aussieht. Also es sieht nicht aufgesetzt aus oder so, ne? So hingerotzt. Es sieht wirklich gut aus. Es fügt sich richtig schön in die, in die grafische Atmosphäre im Allgemeinen ein. Es passt einfach. Es wirkt einfach richtig platziert. Schön gemacht. Da ist ein Stein. Fast schon ein bisschen gruselig, hier durchzufliegen. Mega cool. Hier in der Innenansicht siehst du ja quasi nichts. Es ist einfach nur schwarz. Flieg mal durch. Habe ich Gas voll? Ja. Und dann kommt man langsam raus und hinter sich dann hier diese dicke Wolke, wo man gerade durchgeflogen ist. Das ist schon cool. Da kann man viele Quests reinbauen, viele Locations, viele kleinere Sachen, die man einfach finden kann. Das sind ja alles Dinge, die in MMO wichtig sind, in Open-World-MMO, dass man eben auch die Open-World richtig benutzt sozusagen. So, wir fliegen jetzt mal hier runter, oder? Ja, das ist einer der am weitesten entferntesten, das ist sogar hinter dem Aaron-Halo. Das wird ein bisschen dauern, das cutte ich wieder raus, keine Sorge. Wollte nur gerade sagen, es ist halt wichtig, dass man einfach diese Open World auch wirklich nutzt. Denn niemand will eine riesige Open World, die einfach leer ist. Und die muss halt irgendwie mit Content gefüllt sein. Und guckt euch das an. Ich muss mich nochmal kurz drehen. Dass ich das Schiff richtig mit drauf habe. Ich meine, guckt euch diese Wolke an. Die lädt doch wirklich ein. Also, es sieht einfach so gut aus. Ich komme gar nicht aus dem Schwärmen mehr raus. Das lädt richtig ein zum Erkunden. Wenn man jetzt natürlich... Ich meine, klar, wir wissen, da ist jetzt nichts Spannendes drin, ja, aber das ist ja nicht für immer so. Mega stark. Gut, ich mache einen kurzen Cut. Wir schauen uns eine ganz, ganz weit entfernte Gaswolke an. Bis gleich. Da kommt was Grünes auf uns zu. Jawohl, eine kalte Gaswolke, grün-bläulich vermutlich. Ah.
Und das sieht da, das ist ja fast schon meine Farbe. Mega nice. Die ist aber nicht ganz so dicht, wie man sieht. Die ist ein bisschen dünner, ein bisschen verzerrter. Aber sieht irgendwie auch ganz geil aus. Die ist aber auf jeden Fall einen Ticken kleiner. Ist keine so große wie die anderen. Oder vor allem wie die vorhin. So, wir fliegen nochmal ein bisschen näher ran. Wo ist denn jetzt, wo ist denn die Raumstation? Oder gab es hier überhaupt eine? Ich weiß gar nicht mehr. Ich glaube, hier gab es keine. Kann das sein? Arkom L5. Ich glaube, hier gab es gar keine Raumstation. Ist doch nicht schlimm. Fliegen mal durch. Durch den grünen Nebel. Um da nochmal die Impression mitzunehmen. Ja. Also das ist, wie gesagt, gibt es überall im gesamten Stanton-System überall diese Gaswolken in verschiedenen Farben, verschiedenen Größen, verschiedenen Formen, Texturen und so weiter. Super Sache. Super schön. Gibt Tiefe. Werden davon noch alle möglichen Versionen sehen. Und ich glaube, das macht auch besonders viel Spaß, hier zum Beispiel ein bisschen zu minern. Also ich kann mir gut vorstellen, hier zu minern ist auf jeden Fall lustiger als in so einem langweiligen Asteroidengürtel, wo einfach keine Gaswolken sind. Ja, das ist schon wirklich nice. Ein bisschen durchstraven hier. Wirklich cool. Gebt mir gerne euer Feedback dazu. Wir gucken, wie gesagt, wir werden noch mehr davon sehen im Laufe der Videos, im Laufe der Streams und. Was ihr davon haltet. Und dann würde ich sagen, danke fürs Zuschauen erstmal an der Stelle. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Vermutlich, das nächste dürfte dann sein Mining und Refinery Decks. Wir werden sehen. Ich würde sagen, bis dahin. Ciao. Down on my knees. The last time I heard you speak, you shot ice into my veins. I almost wish there would rain. Now your forecast calls for me. Does the sun go down?